Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute sind wir mal wieder in unserem Hashtag Ungeschönt-Format. Das haben die liebe Sarah Isabelle und ich schon seit über 2 Jahren am Laufen. Und jeden Monat präsentieren wir euch ein Schminki zusammen unter einem bestimmten Motto. Und heute ist es klein, aber oho, nur die kleinsten Produkte aus meiner Sammlung. Denn ja, wir haben jetzt Februar, das ist der kleinste Monat und im Prinzip ist es so ein bisschen, um zu zeigen, dass auch in kleinen Dingen sehr Großes drinstecken kann. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das ist ganz witzig. Sarah, Isabelle und ich sind ja über dieses Format tatsächlich auch uns sehr nahe gekommen. Also wir sind halt wirklich auch Freunde geworden. Wir quatschen sehr, sehr viel privat. Und ich freue mich auch drauf. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, ist sie sogar schon mal hier gewesen. Denn im Februar möchte sie mich gerne besuchen kommen. Ich bin sehr gespannt drauf. Und ja, ich habe hier versucht, aus meiner Sammlung die Produkte auch zu nehmen, die nicht nur von der Größe her die kleinsten sind, sondern auch so den kleinsten Inhalt haben. Das sind jetzt nicht alles Proben. Ich habe tatsächlich auch die ein oder andere Originalgröße mit dabei. Das ist echt krass. Oder so wie bei diesem By Terry Brightening CC Serum, ist das eine Luxus-Travel-Size, wie auch immer. Ich habe die Farbe 3 Apricot Glow und das hatte ich in einem Adventskalender drin gehabt. Kann man eigentlich ganz gut verwenden. Ist für mich vielleicht ein bisschen zu gelb. Also ich gebe mir davon gerne ein bisschen mehr auf als normalerweise. Es saut halt ein bisschen rum. Ich weiß nicht, was da los ist, aber ich sammle den Pumper damit ein bisschen ein. Ich weiß, dass viele dieses Produkt auch einfach so als Base tragen und da gar nicht noch eine Foundation drüber geben. Ich gebe mir da immer noch eine Foundation extra drüber. Und bei dem Produkt muss man bedenken, dass es halt wirklich auch einen leichten, nicht nur diesen leichten Gelbstich mit dabei hat in der Farbe, sondern auch einen nicht wirklich leichten, sondern einen sehr intensiven Rosenduft, so wie alle Produkte von By Terry. Aber es macht einen wunderschönen Glow und irgendwie auch so ein bisschen Hautpflege. Also natürlich kriegt ihr sowas auch in günstiger Variante. Also es muss nicht unbedingt dieses Ultra-High-End sein. Das bekommt ihr übrigens bei Look Fantastic. Da müsstet ihr mit Claudi Welt auch ein bisschen was drauf sparen können. Ihr bekommt das ja auch in diesem Tensational von Catrice oder Nabla Angel Aura Primer, wo auch deutlich mehr drin ist. Also da hast du ein anderes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber ich finde den schön. Also der verträgt sich gut mit meiner Hautpflege, mit meinem Sonnenschutz. Und wie gesagt, das könnte man jetzt auch so als leicht perfektioniertes Produkt verwenden. Wir sehen aber, hier ist eine Mr. Fred Ausflugsfamilie mal wieder am Start. Natürlich. Ne? Also das ist vielleicht eine Woche im Monat, dass meine Haut fantastisch aussieht. Die andere Zeit spielen die Hormone verrückt. Und also da werde ich gleich natürlich auch eine Foundation verwenden. Aber erstmal nehme ich hier, auch aus einer Box hatte ich den Banana Lowlighter von Rodial. Da sind nämlich ganz 1,6 Milliliter drin. Ich meine, dass der auch in einer Look Fantastic Sonderedition mal drin war. Und ja, falls mein rechter Zeigefinger irgendwann mal etwas prominenter im Video zu sehen sein sollte, nicht erschrecken. Der ist ein bisschen verletzt, aber das kommt vor. Ne? Genau, den kann ich mir jetzt schon mal unter der Foundation auftragen, weil das wird gleich über der Foundation, glaube ich, nicht ganz so gut funktionieren. Der hat eine wirklich leichte Deckkraft. Also damit kann man jetzt nicht wirklich krass concealen oder so oder irgendwas richtig krass abdecken. Das macht halt ein leichtes, aufhellendes Ergebnis, was dann halt auch total alltagstauglich ist. Gehen wir mal weg von diesem Ultra-High-End-Gedönsen und wenden wir uns zu Asam. Da habe ich nämlich diese Foundation in Porcelain Tint, das ist das Magic Finish. Habe ich mir jetzt auch schon nachgekauft in der Originalgröße, weil ich das sehr, sehr gerne mag. Ist aktuell auch im Project Pen. Möglicherweise werden wir das jetzt gleich aufbrauchen, das weiß ich noch nicht, weil da ist gar nicht mehr so ultra viel drin. Ah, nee, ich glaube, das reicht auf jeden Fall noch für weitere ein, zwei Anwendungen. Genau, ne, gibt es in durchsichtig, in Porzellanter, in normal und ich glaube auch in dunkel. Und ich habe bei diesem Produkt gelernt, dass wenn ich einen Concealer mit dem Produkt in Verbindung verwende, dass ich auf jeden Fall den Concealer, wenn er flüssig ist, ne, vorher verwende. Es gibt ja auch von Asam diesen Stick-Concealer, den muss ich oder kann ich auch danach verwenden. Aber dieses Produkt ist sehr, sehr silikonig und dementsprechend etwas zickiger unterwegs. Und ja, lässt sich auch am besten mit einem Pinsel oder eben mit den Händen auftragen. Charmant dabei ist definitiv, dass du es auch als Concealer-Zusatz verwenden kannst. Also für mich ist es kein Problem, wenn ich das auch noch über den Concealer so drüber mache und damit die Deckkraft etwas erhöhe. Alleine als Concealer könnte ich es nicht so gut verwenden. Da kriegt mir das wirklich ein bisschen zu sehr in die Fältchen und oder betont das Ganze ein bisschen zu sehr. Ne? Das heißt, in Kombination ja, solo nicht.
Und das ist halt wirklich super ebenmäßig, ne? Das ist so richtig krass. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Und normalerweise ist es mit einem Schwämmchen nicht ganz so klug einzuarbeiten, aber ich habe jetzt gerade so ein bisschen das Bedürfnis. Mal gucken, ob ich das jetzt dieses Mal schaffe. Manchmal funktioniert es, manchmal besser nicht. Okay, und mit diesem Primer in Kombination sieht es auch leider nicht ganz so flawless von der Nähe aus. Von der Entfernung tippitoppi, aber aus der Nähe nicht so geil. Ich habe das sonst ja mit einem anderen Primer in Anwendung, den ich auch im Projekt habe. Oder ich verwende es halt ganz ohne Primer, ne? Und ich glaube, das machen auch die meisten, dass man das einfach so aufs Gesicht aufträgt, das gar nicht irgendwie groß abpudert oder irgendein Tralafitti macht. Ich habe gleich noch ein bisschen hier was stehen, weil ich möchte ja jedes Produkt hier aus der Sammlung verwenden. Und das heißt nicht unbedingt, dass die Produkte gut miteinander zu kombinieren sind. Deswegen versuchen wir jetzt auch mal eine Lidschattenbasis. Da sind ganze 2,5 Milliliter drin. Das ist echt wenig. Von Riva Loves Me, die Eyeshadow Base, das ist dieses hier, ne? Und also das finde ich schon ganz interessant. Das ist eine Originalgröße. Manchmal lohnt es sich nämlich, sich anzuschauen, wie viel Milliliter in den jeweiligen Produkten drin ist, um zu schauen, wie auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Also was man dann letztendlich auch wirklich für sein Geld so bekommt, ne? Denn klar, die ist günstig, aber also ja, würde ich mir auf jeden Fall mal ausrechnen. Und wow, die trägt wirklich die Foundation voll ab. Jetzt habe ich jetzt kommt meine Hautfarbe wieder durch, sodass ich dann rote Augenlider habe. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was eine Lidschattenbasis gerade machen sollte, ne? Ups. Ja, und jetzt gebe ich mir auch noch ein Puder drüber. Läuft bei mir. Von KVD, das Lock It Setting Powder. Da sind nämlich ganze 1,4 Gramm drin. Das ist echt süß. Ja, und solche Geschichten, die hatten wir dann wirklich mal in Adventskalendern drin. Oder, keine Ahnung, irgendwo in der Box. Manchmal auch mit dabei, ne? Das ist ganz süß, finde ich. Ja, und das sind eigentlich alles Produkte, die du auch super so mit auf Reisen nehmen kannst, finde ich, ne? Genau, das arbeite ich mir wie immer hier erstmal so im Handinnengedönsen ein. Dann kommt das um die Augen. Und ich brauche jetzt nicht super viel auf dem Gesicht, deswegen mache ich das sehr, sehr soft. Das ist halt bei so kleinen Sachen immer schwierig, weil, naja, dann in den Deckel machen, einarbeiten, schwierig. Du kannst den Pinsel halt nicht wirklich da drin drehen, ne? Und dann kommt das ganz leicht einmal übers Gesicht. Ist jetzt eigentlich nur dafür da, damit quasi nachher ja die pudrigen Texturen, Bronzer, Blush, Highlighter, ne, nicht fleckig werden. Und es sieht von der Ferne wirklich gut aus, gar keine Frage. Ihr werdet es gleich beim Augenlook sehen, dass das Ganze von der Nähe her etwas schwieriger ist. Aber das ist auf jeden Fall so ein, zum Beispiel die Foundation, dieses Porcelain Tint, das trage ich gerne so in Videodrehgeschichten. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, das sind jetzt schon gewesen, wenn ihr es seht, aber ich drehe das Video ein bisschen vor. Wenn ich jetzt Karneval rausgehe oder so. So, ne? Da hat man einfach eine gute Basis. Jetzt verwende ich einen Bronzer von CRT London, Palm Island. Ganze 2,5 Gramm sind hier drin. Den hatten wir auf jeden Fall mal mit in der Box. Der ist schon süß. Es ist aber halt ein richtiger Bronzer-Bronzer. Ne? Der ist recht warm. Und dann nehme ich auch den Pinsel, den ich gerade zum Abpudern genommen habe. Ich denke auch, dass es heute insgesamt eher ein softerer Look werden wird, denn natürlich habe ich bei der Lidschattenpalette gleich auch eine, die jetzt nicht 20 verschiedene Fännchen hat, ne, sondern einfach die kleinste, die ich in meiner Sammlung so finden konnte. Aber kein Mono-Lidschatten, das schon mal als kleiner Spoiler. Mensch, das waren noch Zeiten, als bei Terry solche Produkte in die Adventskalender gepackt hat. Compact Expert Dual Powder in der Farbe C7 Sun Desire ist hier mein Blush, den ich verwenden werde. Ja, ne? Wow. Das ist wirklich so ein Dual Blush. Ich mag ja nicht so gerne Glowy Blushes, aber bei dem hier finde ich das sehr, sehr schön gemacht. Du hast in der Mitte ja eigentlich diesen, ja, Glowy Kern, aber das verblendet sich auf dem Gesicht halt so schön. Also das mag ich wirklich gerne leiden. Und genau, ja, ne? Das macht schon was her und das ist nicht zu glowy, finde ich persönlich. Vor allem hast du nicht diesen groben Schimmer hier drin. Und da haben wir tatsächlich, was ist das, 1,3 Gramm in diesem Blush. Also das ist wirklich super, super wenig. Aber trotzdem habe ich mich mega gefreut, als ich das irgendwo in einem Adventskalender, ich glaube, das war ein bei Terry Adventskalender, ne? Oder war das ein Set? Ich weiß es nicht. Mal mit drin hatte, weil ich das einfach so besonders finde. Ja, so ein Produkt irgendwie auch in einem Adventskalender oder so zu finden. Und ich finde es hübsch. Also auch die Farbe gefällt mir. Noch so ein Ding von CRT. Da habe ich hier in der Farbe Moondust den Highlighter. Da sind nämlich auch nur 1,5 Gramm drin. Aber Leute, 1,5 Gramm reichen einem sehr, sehr lange. Also bis man sowas mal leer hat, das dauert. Der sieht im Pfännchen auch nicht so
gut aus, für mich persönlich passend, aber erfahrungsgemäß ist der farbtechnisch ganz gut unterwegs, genau. Oh, ja, und jetzt, also, oh. Ich finde den schön. Also ich hatte den auch schon ein paar Mal verwendet, ne? Zuletzt habt ihr den, glaube ich, gesehen im Full Face. CRT London ist auch schon wieder fast ein Jahr her, ne? Wahnsinn, wie die Zeit rennt. Aber die Base gefällt mir aus, wie gesagt, aus der Entfernung sehr, sehr gut. Kommen wir zu den Augenbrauen. Das war ein bisschen schwierig, muss ich gestehen. Aber ich glaube, dass dieser Build a Brow von Maybelline jeweils am wenigsten Produkt drin enthält. Das steht jetzt hier nicht drauf, muss ich nochmal online schauen, aber ich meine schon, denn wir haben hier einfach so einen Stift, einen Filzstift. Im Prinzip ist es mehr so zum Augenbrauen auffüllen und auf der anderen Seite haben wir das Augenbrauengel und da ist natürlich super, super wenig drin. Ne? Ich versuche es jetzt wirklich einfach mal so zu machen, dass ich nur diesen Pencil verwende. Das wird ein bisschen tricky, weil der ja per se auch eigentlich ein bisschen hell ist. Und nicht so gut malt, meiner Meinung nach, ne? Ja, dafür brauchst du eigentlich schon ein bisschen krassere Augenbrauen, als ich die habe. Aber na, es ist jetzt ein super natural Look, den ich hier mir bastel mit diesem Build-A-Brow. Dann lasse ich die Seite antrocknen und zeichne mir die andere Seite. Ich glaube, ich lasse das sogar jetzt noch ein bisschen länger antrocknen, weil ich mir hier jetzt auch noch ein bisschen was reingezeichnet habe. Einfach weil erfahrungsgemäß wird es sonst abgetragen. Das habe ich auch schon bemerkt, als ich das letzte Mal oder auch das vorletzte Mal verwendet habe, dass wenn ich jetzt direkt mit diesem Augenbrauengel drüber gehe, dass das Produkt quasi verschwindet und das wollen wir ja nicht. Das heißt, ich werde jetzt erstmal mit euch zusammen eine Lidschattenpalette verwenden und zwar ist es hier von CC, so eine kleine süße Gatzenpalette und die hat 3,5 Gramm drin. Das ist auch, glaube ich, damit die kleinste Füllmenge insgesamt, was Lidschattenpaletten angeht. Und ich habe Lidschattenpaletten ab 4 Pfännchen. Darunter habe ich, glaube ich, nichts. Genau, und damit kann ich jetzt, glaube ich, einen ganz simplen Look schminken, ne? Die Palette hatte ich mal in einer Kooperation bekommen mit CC. Das ist auch schon ein Jahr her, aber es war eine echt schöne Kooperation, muss ich sagen. Und jetzt seht ihr die Base auch aus der Nähe. An und für sich sieht die okay aus, finde ich, ne? Also gerade aus der Entfernung. Aber man sieht es halt hier so, wenn ich meinen Mund auch bewege. Ja, ich habe ja nichts. Das ist halt einfach Haut. Und da sieht man halt die Struktur und so. Das ist natürlich ein bisschen schade. Und ja, ich finde, es sieht halt auch sehr, sehr aus wie geschminkt. Ne? Genau. Also auf den Wangen wunderschön. Auch wenn da so ein bisschen hier die Poren betont werden, finde ich persönlich, ne, durch die Kombination von Foundation und Primer. Aber gerade da, wo ich dann halt auch Bewegung im Gesicht habe, auch an der Nase, ist das nicht so perfekt. Ne? Das ist nicht so nicey-peisy. Aber na, egal. Ja, ich mache jetzt einfach einen simplen Look. Dann nehme ich jetzt erstmal den hellen, matten Ton, diesen peachigen Ton und setze mir den auf mein vom Lidschattenprimer rot gemachtes Auge. Das sieht echt super crusty aus. Also die Kombination von all dem, was da auf dem Auge drauf ist, möchte nicht miteinander arbeiten. Und ich glaube, dass wenn Sarah Isabel das jetzt sieht, was ich hier so treibe, wird die es hart feiern. Also sie ist ja meine kleine Catwoman. Und ja, deswegen, ne, das ist, man hat ein Herz für die Palette. Und ich bin auch gespannt, welche Produkte sie so zeigen wird. Sie hat ja auch super viele Adventskalender ausgepackt und deswegen eigentlich auch einen ordentlichen Fundus, weil wir finden halt oft in Adventskalendern etwas kleinere Produkte als das, was wir normalerweise so in unserer Sammlung haben oder was die Hersteller so als Originalgrößen haben. Und sie packt jetzt ja auch in letzter Zeit immer häufiger Boxen aus. Ich denke auch, dass sie da allerhand in die Hände bekommen hat und euch da einen richtig coolen Look zeigen wird. Genau, also ich habe das jetzt in die Lidfalte aufgetragen und auch auf mein bewegliches Lid schon. Dann mache ich hier immer so ein Schwänzchen mir hinten und ja, hoffe, dass es dann irgendwie gut aussieht. Dann nehme ich mir diesen dunklen matten Ton, der ist relativ gut pigmentiert, da muss man ein bisschen vorsichtiger mit sein und setze mir den hier außen an und verblende mir den auch gleich in meine Lidfalte. Sofern ich die Produkte übrigens online noch finden kann, sind sie natürlich auch in der Infobox verlinkt, falls die euch jetzt mega catchen würde. Ich verwende diesen Ton auch an dem unteren Wimpernkranz, aber natürlich nur sehr, sehr soft, weil das wird jetzt einfach ein recht softer, natürlicher und entspannter Look. Hier außen habe ich noch ein bisschen vergessen. Dieser rosa Ton ist ganz spannend. Das ist nämlich eigentlich ein matter Ton, aber der hat Sparkles mit drin. Oh, jetzt habt ihr meine Wunde gesehen, Entschuldigung. Deswegen trage ich auch heute übrigens keinen Nagellack, weil das natürlich erstmal verheilen muss, ne? Und das nehme ich mir einfach mit einem Smudger auf und setze mir den auf mein bewegliches Lid.
Und den Schimmerton, den wir hier in der Palette drin haben, nehme ich mir einfach mit dem Finger auf. Der ist schon, der hat Kapitiers. Also das ist so für mich persönlich auch der schönste Ton in der Palette. Den setze ich mir als Topper ein bisschen über mein bewegliches Lid und mit einem Pinsel in meinen Innenwinkel. Ist ein süßer Look, das ist jetzt nicht super aufwendiges gewesen, aber für den Alltag finde ich das wundervoll und das geht halt recht zackig, ne? Und jo, jetzt kommt ein Eyeliner, den hatte ich glaube ich auch im Adventskalender on the go, der Eye Marker von Kiko. Das ist einfach ein schwarzer, der hier drin ist. Ich weiß nicht, ob der jetzt, ja müsste eigentlich jetzt, ne, im letzten Adventskalender drin gewesen sein. Hat einfach so eine Filzspitze. Aber kleines Produkt heißt ja nicht unbedingt, dass man einen kleinen Wing machen muss oder dass man nur was Kleines machen muss. Ich finde, dass der auch echt schön ist. Ne? Also das ist definitiv ein tolles Produkt. Bevor ich mir jetzt das Fixing Spray auftrage, verwende ich dann noch dieses Augenbrauen-Gel, was wir in dem Maybelline Build-A-Brow mit dran haben. Das ist tatsächlich relativ nass. Also ich würde da auch nicht durch die Augenbrauen jetzt richtig krass durchgehen, sondern nur ganz dezent. Weil sonst nimmt mir das Farbprodukt zu sehr ab, ne? Und auch dieses Produkt ist so, dass wir jetzt keine krasse Haltbarkeit haben, sondern ja, dass es auf eine relativ natürliche Art und Weise die Augenbrauen in Form hält und sie aber nicht wirklich fest tackert. Aber so sieht es eigentlich gar nicht so verkehrt aus, ne? Genau. Gut, fixieren wir die ganze Geschichte mit diesem kleinen süßen Urban Decay All Nighter. 15 Milliliter sind hier drin. Das fülle ich immer wieder auf. Also das ist einfach ein so toller Sprüher. Nehme ich auch immer wieder mit, wenn ich auf Reisen bin. Finde ich großartig. Das riecht nass im Gesicht, aber es tackert halt richtig fest. Ne? Das ist halt die Sache bei diesem Urban Decay. Und auch Urban Decay bekommen wir noch bei zum Beispiel Look Fantastic oder auch bei Beauty Bay. Da gibt es, wobei Beauty Bay hat es jetzt auch mittlerweile relativ rausgenommen. Ja, dann ist tatsächlich Look Fantastic unsere letzte Anlaufstelle, ne? Und da wird es auch wirklich total unproblematisch nach Deutschland geschickt. Aber so haben wir eine hoffentlich nie versiegende Quelle für unsere All-Nighter, Setting Sprays und Co. Die Wimpern werden mit meiner regulären Wimpernzange gebogen, denn ich habe mir gedacht, die Tools, da nehme ich jetzt nicht extra nur kleine Sachen und frickel mir da einen bei ab. Wobei das bei den hier Blush Bronzer Highlightern gar nicht so verkehrt gewesen wäre. Aber ja, wegen der Fännchengröße, ne? Aber es hat ja auch ganz gut funktioniert. Jetzt habe ich hier eine ganz kleine Mascara von Laura Mercier. Das ist die Caviar Volume Panoramic Mascara. Die hatte ich euch in meinem Fullface Laura Mercier auch schon gezeigt. Klar, die ganzen angesprochenen Videos werden ja auch hier schön im i verlinkt, ne? Und die werde ich mir jetzt auftragen. Die fand ich echt schön. Hat ein Faserbürstchen, was auch so gezwirbelt aussieht, ne? Ganz interessant. Und ja, schauen wir mal. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Eine schöne Mascara auf jeden Fall. Also da wird man auch nicht erwarten, dass in diesem kleinen Packaging so eine schöne Mascara drin steckt. Auch das wieder relativ natürlich und schön getrennt, schön aufgefächert. Länge, Volumen ist am Start, ne? Mag ich auf jeden Fall. Es ist auch wirklich eine Alltagsmascara für mich. Und ich mag sie, also definitiv, ne? Eine schöne Mascara und auch die natürlich in der Infobox verlinkt. Und jetzt kommen wir mal zu den Lippen, denn die sehen ja noch ein bisschen nackelig aus. Der kleinste Lip Liner, den ich habe, ist hier von der lieben Charlotte, der Lip Cheat in der Farbe Pillow Talk. Ja, wundervoll, ne? Also das ist ein sehr, sehr schöner Lip Liner, den du auch wirklich zu vielen verschiedenen Farben verwenden könntest. Ich müsste den nochmal wieder anspitzen. Genau, also mit vielen verschiedenen Lippengeschichten auch kombinieren kannst. Wie es der Zufall aber will, tatsächlich, ist hier der Pillow Talk in der kleinen Variante auch sehr wahrscheinlich der kleinste Lippenstift, den ich habe. Ich habe zwar noch einen von Rare Beauty, wo draufsteht, da sind 0,75 Gramm drin enthalten, aber der sah viel, viel größer aus als dieser hier. Das ist ja wirklich nur ein Hauch von Produkt quasi. Und ja, so schaut er aus. Das ist der Klassiker. Ich finde ihn auch sehr, sehr hübsch, ne? Und der passt natürlich dann jetzt auch zu dem Lip Liner. Insgesamt ist es dadurch jetzt wirklich zu einem relativ matten Look geworden, weil auch die Lippen jetzt sehr matt sind. Ja, ich habe einen ordentlichen Highlighting-Effekt auf den Wangen und auch die Augen strahlen ganz schön. Und ich glaube auch, dass der Look
wirklich tragbar ist, oder? Also ich finde den sehr, sehr cool. Wir haben es jetzt heute Sonntag und wir werden gleich einen schönen Familiennachmittag verbringen und das ist dann mein entsprechender Look dazu. Ich fühle mich sehr, sehr wohl damit. Gleich fehlt noch ein bisschen Schmuck und so, aber ansonsten, ne, ist es schon ganz cool geworden und ich kann wirklich sagen, klein, aber oho. Und nur, dass die Produkte klein sind, heißt ja nicht, dass das Produkt da drin nicht das gleiche ist, wie ja auch in dem Großen, in der Originalgröße. Vielleicht kann man das auch auf viele Dinge ummünzen. Na, nur so als kleiner Gedankenanstoß an dieser Stelle von meiner Seite aus. Ich bin sehr gespannt, wie Sarah Isabel das Ganze umgesetzt hat und welche Produkte bei ihr im Einsatz sein werden. Also, ne, heute 19:30 müsste das sein, kommt ihr Video online, schaut gerne bei ihr vorbei. Ich werde auf jeden Fall auch dort sein und mir anschauen, was sie so zaubern wird. Und ja, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.